Hüt und Knausch. Grüezi. Ich präsentiere Ihnen heute die Nikon Coolpix S6900, eine kompakte, kleine Kamera mit einem 16-Megapixel-Chip und einem 12-fachen optischen Zoom. Abgerissen wird die Kamera in erster Linie als Selfie-Kamera, das heisst als eine Kamera, die möglichst gute, möglichst interessante und auf möglichst einfache Art Selbstporträts, sogenannte Selfies, machen. Dazu hat sie nebst dem üblichen Auslöser oben auf der Kamera vorne einen Auslöser. Sie hat einen aufklappbaren LCD-Monitor, den kann man auch drehen. Und dann kommt der Auslöser da vorne zum Zug. Man kann so auf einfache Art ein Selfie machen. Unterstützt wird die Selfie-Funktion mit dem Tischfuß, wo man hier ausklappen kann. Man kann die Kamera dann so auf den Tisch stellen und hier auch bequem auf einfache Art ein Selfie machen. Die Kamera fotografiert weitgehend automatisch. Es gibt aber ein paar Funktionen, wie der Blitz, der Selbstauslöser, Belichtungskorrektur oder die vielen Effekte, die über den Touchscreen zugänglich sind. Mit dem 12-fachen optischen Zoom deckt die Kamera eine Brennweite von 25 bis 300 mm ab, was sie zu mehr als zu einer Selfie-Kamera macht, nämlich zu einer veritablen Reise-Zoom-Kamera. Interessant in diesem Zusammenhang ist auch das äußerst robuste Gehäuse, das auch Outdoor eine gute Falle macht. Die Kamera macht weitgehend gute Aufnahmen. Mehr Informationen gibt es im Test unter avaguide.ch.